Ich jetzt drauf. Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Elite Dangerous. Und genau, als erstes baue ich mal kurz einen neuen Energieverteiler in mein Schiff ein. Ich habe nämlich gerade schon gesehen, dass es hier etwas bessere gibt. Ich nehme dann auch direkt den ganz teuren von 153.000. Muss man sich ja mal gönnen. Der alte war ja so ein Plastik-China-Dingen. Und jetzt sind wir ganz knapp unter meiner maximalen Auslastungsgrenze, was das Schiff so hergeben würde. Und für einen neuen Reaktor müsste ich 500.000 Credits zahlen. Aber das bin ich gerade nicht gewillt zu zahlen und das ist auch irgendwie nicht so nötig. Ja. Wobei meine Und Sprungreichweite damit sogar steigen würde, weil der leichter ist, interessanterweise. Sehr gut. ich bin schon mal wieder auf dem Weg zum Dingens da, ne? Zum Gedöns. Ja. Rohstoffabbaustandort. Ich gucke auch gerade mal, ob ich noch vielleicht was anderes hier aufwerten könnte. Sieht aber In nicht der so Hoffnung, aus. dass ich jetzt nicht drauf gehe, weil wenn ich jetzt drauf gehe, dann. Dann muss bei Null anfangen. Das ist ja bitter. Ja, dann muss ich wieder bei Null anfangen. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich jetzt drauf gehe, dann können wir das Let's Play abbrechen. Gut. Dann schauen wir mal, dass du nicht drauf gehst. Ich greife jetzt nur noch gesuchte Igel an. Ah, für den Alles andere ist mir zu Schildkrötenreaktor. riskant. Ah, okay, sonst ist der Reaktor zu klein für die ganzen anderen Sachen. Egal. Dann begebe ich mich jetzt auch mal wieder aus der Station raus. Ich hoffe mal, dass der neue Energieverteiler jetzt dafür sorgt, dass mir im Kampf nicht permanent die Waffenenergie ausgeht. Ja, das wäre hilfreich. Ja, das ist jetzt mit vier Lasern ein bisschen extrem. Ich habe ja schon ein Problem mit zwei. Ja, mit zwei ging's eigentlich halt, beziehungsweise Ship mit drei released. vorher ging's Engines eigentlich engaged. noch so Landing halbwegs. gear retracted. Auch wenn es nicht unbedingt schön war, aber egal, jetzt habe ich ja genug Credits das Community Goal gekriegt, von daher. Die 800.000 Credits aus der letzten Folge machen wir immer noch zu schaffen. Muss man einfach mal so sagen, ne? So, Das tat echt weh. welchen von den beiden? Ja, der näher liegt. Ja, komm, sie sind beide mit 705 angegeben. Frameshift Ich Drive gehe jetzt planting. planten. Den oberen. Ich habe einfach den oberen genommen. Okay. 4, 3, 2, 705 1, Lichtsekunden. engage. Ja, es kommt schon hin. Keine Ahnung, bei mir sind es jetzt noch 250. Ach komm. Ja, Uwe ist wieder vorgeflogen. So ein bisschen. Ich dachte, ich kann noch ein paar Credits abstauben. Okay. Ohne drauf zu gehen, hoffentlich. Ah, komm. Was ist das für eine Beschleunigung hier? Ah, wenn ich aussteige und anschiebe, geht das schneller. Mensch. Das will ich sehen, wie du im Weltraum aussteigst und anschiebst. Kannst wahrscheinlich dann einfach so Stickstoff-Schubdüsen von dem Anzug nehmen. Mit denen kannst du anschieben, hast ja nichts, wo ich dran festhalten könntest. So in etwa. Mit einer Menge Fantasie. Oh Mann. Oh ja. Ach komm, Vollgasbeschleunigung. Und jeder Polo würde mich überholen. Ja, fliegende Polos, nicht zu unterschätzen. Ja. Eine ernsthafte Gefahr im Straßenverkehr, fliegende Polos. Ja, stell dir vor, sowas kommt dir entgegengeflogen, da grinst du dann nicht mehr, ja? Nee. Bist du schon da? Ja, quasi. Ich habe 450, Bin jetzt beim 420. Dropout. Sehr gut. Na toll, der lässt mich natürlich 20 Kilometer weit weg raus. Ja, ich glaube, das ist bei diesen Asteroidengürteln immer ein ziemliches Problem, da eine ordentliche Nähe hinzukriegen. Das ist Glückssache. Ja. Entweder du landest einen Notstopp oder du bist 100 Kilometer entfernt. Oder beides. Beides ist eigentlich mein Beides. absoluter Favorit. Ja. Wo du so denkst, ach komm,
Direkt nochmal. Oder wenn du beim sicheren Dropout dann trotzdem noch Notstop reingedrückt kriegst und so denkst, ja, das macht jetzt nicht so viel Sinn. So, mal gucken, da wird doch schon geschossen. Wer schießt hier auf wen? Und kann ich da mitmischen, ohne drauf zu gehen? Nein, kann ich nicht, das ist ein Dreiergeschwader. Dreiergeschwader mit einer Anaconda drin, oder? Nee, eine Python war auf jeden Fall dabei. Oh ja, das ist schon mal ausreichend schmerzhaft. Eine Python, eine Imperial Eagle. Und, nee, zwei Imperial Eagle. Ah, jetzt habe ich 2% Hülle verloren wegen diesem dusigen Notstop. Jawohl. Ah, nee, eine Python, eine Imperial Eagle und eine Asp. Also Schmerzen hoch. Nee, die Asp ist Einzel. Ah. Ungefähr 1 Megameter Entfernung noch. Der FSA-Cooldown bis morgen Nachmittag. Ja. Okay, wir sehen uns dann wieder. Bis nächste Woche. Los FSA. Kühl schneller ab. So. Frameshift Drive charging. Nochmal laden. 4, 3. Und dann möglichst nah wieder rauskommen. Engage. Ich sehe da noch was fliegen. Bereit zum Dropout. Toll. 600 Kilometer Entfernung. Nett. Danke. Nein, kein Imperial Clipper. Frameshift Drive charging. 4, 3, 2, 1. Okay, wird geschossen. Wenn ich als Ziel diesen dämlichen Rohstoffabbauort nehme, dann will ich doch bestimmt keine 600 Kilometer vorher da rausspringen. Doch, Sightseeing. Ja, genau. Proxying quasi. Proxy. Kannst du Steinbrocken anschauen. Genau. Jetzt bin ich bei 90 Kilometern. Alles auf ein Schiff, was ist das für eins? Anaconda Python. Ah, nee, ein Transport. Was? Moment, halt. Vollbremsung. Die haben alle auf den Transporter geschossen, das heißt alle außenrum waren gesucht. Hä? Ach so. Ah ja, klar. Ja, macht ja Sinn, ne? Oh Mann, schon wieder Notstopp. Was ein Scheiß, ey. Ah, ich hasse diese Asteroidengürtel. Wenn du sie so flach anfliegst, hast du direkt verkackt eigentlich. Oh, 40 Kilometer. Nicht zwangsläufig. Ja doch, wenn du flach anfliegst. Oh, der Python mit 42% ohne Schilde in einem Dreiergeschwader. Die kann ich jetzt nicht angreifen. Das Leben ist unfair. Das Risiko ist es mir nicht wert. Ach, da bist du ja. Ja, 22 Kilometer. Also wenn du mitkommst, könnte ich es mal suchen. Markier die mal. Moment. Mal kurz rumdrehen. Müsst ihr jetzt eigentlich sehen, bei dem Anflugwinkel. Was war es jetzt? Das da? Nein. Da. Ist aber in einem Dreiergeschwader. Ja, was gehört egal, jetzt Geschwader dazu? Eine Python. Ah, Imperial Clipper mit 80% Hülle. Ja, aber komm, die Python. Geh einfach zuerst drauf. Nee, ich meine, das war jetzt bei mir in der Nähe. Ist egal. Ach so. Bin ich nur direkt dran vorbeigeflogen, weil er quasi voll in mein Sichtfeld sich reingedreht hat. Sie hat jetzt gerade wieder Schilde bekommen, allerdings. Ja, jetzt habe ich sie. Jetzt kann ich sie markieren. Toll. Immer noch 42% Hülle. Also. Was fliegt denn jetzt noch so mit rum? Moment, da fliegt Imperial Eagle. Imperial Eagle hinterher und. Ja, die gehört noch dazu. Ja, und bist du in der Nähe? Noch eine Imperial Eagle, da gehören zwei Imperial Eagle dazu. Ja, dann kannst du auf die vielleicht lassen wir das doch lieber. Schießen? Hast du jetzt schon drauf geschossen? Nein. Okay, vielleicht lassen wir das dann. Moment, halt. Ja, die kämpfen gerade noch mit einer Asp. Vielleicht warten wir noch kurz ab. Ich lasse die beiden mal markiert.
Und ein Federal Gunship ist da auch noch in der Nähe, das gesucht ist. Naja, die SG ist sauber. Okay. Gut. Mal gucken, was die da jetzt so machen. Vielleicht können wir da ein paar Kills abstauben. Wo war jetzt die? Da ist noch... Achso, die war gesucht? Da war auch eine SG nicht gesucht. Federal Gunship da ist gesucht. Aber das Gunship ist da oben. Das ist böse. Dann gesucht der Esp. Die Esp da ist auch gesucht. Ja, ja, ich weiß. Ich sage eine... Aber die ist nicht in einem Geschwader. Vielleicht... Wollen wir mal die Esp, die nicht im Geschwader ist, oder lieber das Gunship? Nehmen wir lieber die Esp. Glaube ich. Okay, die Esp. Ich bin unterwegs. Waffen ausfahren. Das wäre könnte helfen. Warning. Oh. Temperature critical. Der Energieverteiler hat nicht gereicht. Also es ist schon mal besser als vorher, aber dafür, dass es der beste Energieverteiler ist, ist es nicht so geil. Und jetzt werde ich gerade angegriffen. Von der S? Nee? Oder was anderes, glaube ich. Hitze bei 100%. Ach komm. Was? Hitze bei 100%? Warum? Im Kampf. Ach echt? Hm. Dass also, das funktioniert, war mir neu. Wenn ich ehrlich bin. Also, mir auch. Ich glaube, das lag daran, dass ich jetzt, dass die vier Laser dann doch sehr viel Wärme produzieren jetzt. Im Feeble Eagle. Das kann natürlich sein. Hab ich markiert. Oh, wird von irgendwas angegriffen. Ja, da ist noch die Python im Geschwader immer noch. Mhm. Was aber hast du, Mike? Imperial Eagle, aber unabhängig. Hab ich da drauf geschossen. Ja, ich bin unterwegs. Ich gebe sogar mal ein bisschen Gas, da komme ich heute noch irgendwann an. Das wäre gut. Also ich habe auf jeden Fall schon mal ein bisschen was von der Hülle, oder ja, sowohl von der Hülle als auch von den Schilden halt weg. Ich schieße jetzt gerade mit drauf. Ja, sehr gut. Och Gott, Alter. Das ist ja abartig, wenn ich die Laser voll drauf halte. Und weg. Dann ist das temperaturtechnisch echt der totale Absturz. Okay, bei mir nicht. Ja, gut. Da ist jetzt die Python. Ah, die ist nur noch ein Zweiergeschwader. Ich glaube, einer hat schon gelitten. Irgendwas beschießt mich gerade, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Die Python wird auch gerade beschrieben. Komm, wir gehen jetzt mit auf die Python. Raketen am Anflug. Warte, da ist eine S. Deren Schilde sind jetzt aber weg. Ja, ja, die S hat noch 16%. Was? Wo? Nein, verdammt, die war ja sauber. Die ist doch, die ist sauber. Hast du drauf geschossen? Ja. Nein. Oh. Ah, komm. Das ich war geh jetzt auf die Python. Jetzt hat mich irgendwer gerammt. Wer war das? Hoffentlich nicht mich. Das, nee, das war die... Was? Rakete im Anflug von wo? Na, hatte ich auch gerade. Ist aber auch schwierig, die Leute zu da, ne? Ja, bringt die Python um und fertig. Das ist nicht so geil. Python ist weg. Target destroyed. Glück gehabt. So, was ist jetzt da feindlich noch? Das Problem ist, jetzt bin ich auch gesucht. Weil ich aus Versehen auf den Dings drauf geschossen habe. Deswegen beschießt mich jetzt der eine saubere. Das ist jetzt nicht so geil. Zum Glück bin ich nicht gesucht. Das habe ich schon mal gemacht, das reicht mir. Ja, dann kann ich aber nicht in die Station reinfliegen, ne? Nicht in diesem System. Toll. Ja, du wolltest doch eh mal an das System vorbeischauen, um dir eine Ballshot zu kaufen. Ja, richtig, aber ich habe ja kein System gefunden, was jetzt hier in der Nähe wäre, wo man eine Werft hat. Das war ja das Problem. Naja, ich weiß es nicht. Target Shield online. Ja, vor allem die saubere SP ist gleich platt, die hat noch 4%. Ja, die beschießt mich jetzt aber dummerweise. Ja, wird die dir jetzt als feindlich angezeigt? Ja. Ja, dann willst du jetzt voll umbringen, oder? Das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Ich habe keine Ahnung, was ein Unterschied macht. Ich weiß es nicht, ich dachte jetzt einfach. Okay, vielleicht lässt es doch lieber. Andererseits, sie hat jetzt noch 1% und sie ist jetzt abgesägt worden, aber nicht von mir. Das ist gut. Das heißt aber trotzdem, dass ich jetzt mal kurz meine Schilder aufladen werde. Oder aufladen lassen werde. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel Kopfgeld ich jetzt gekriegt habe dafür. Oh. Das ist gerade egal, wie viel. Das steht jetzt 8 Minuten neben. Heißt das jetzt, dass das vor... Das war ja nicht von vor 8 Minuten, das hält jetzt wahrscheinlich 8 Minuten. Ach so, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gehen wir mal auf das Federal Gunship hier. Markier mal. Hab ich. Wie sieht dein... Ja, Schilder und alles ist okay, ja, gut. Ja, meine Schilder sind voll.
Und meine Hülle auch. Warte mal, wo bist du? Da bist du. Ja, meine Schilde laden mich gerade noch auf. Aber das ist eh erstmal im Moment außer Reichweite. Ja gut, dann warte ich mal noch, bis wir mit drauf schießen. Kein Risiko jetzt. Ein bisschen mehr Energie für die Systeme wäre jetzt schön, irgendwie. Ja, vor allem, weil der 100% hat. Da habe ich eher so meine Bedenken. Wenn der mich beschießt, dann bin ich relativ schnell brei. Ja, deine Schilde sind ja jetzt schon wieder zwei Drittel geladen. Ja, der beschießt doch irgendwas. Was, der beschießt was? Nein. Also der hat gerade irgendwo geschossen nach vorne. Echt? Mhm. Aber kam auf noch nichts zurück. Hey, da fliegt noch eine gesuchte Python mit 73%. Ich habe nur gesuchte Est mit 45%. Und die ist nicht im Geschwader. Wo? Was? Eine Est mit 45? Ja, ohne Schilder. Oh, die nehmen wir. Das ist besser als das Gunship da. Ja. Ich habe mal drauf geschossen. Heißt Amok. Was? Ja. Achso, da. Hast du's? Ja, ich schieß gerade drauf. Gut. Dann. Ja. Ja, gut. Ist ja auch gleich weg. Die ist gleich hin. Fleet is down. No weg. Payday for me. Ja. Target destroyed. Das ist doch schön so. So, woher hat sie Python? Ich weiß es nicht. Wenn du sie findest, markier sie ruhig. Moment, was ist das da? Hey, da ist sie. Fährt über ganz auch 32% und keine Schilde mehr. Ich habe sie markiert. Kann ich schon mal drauf schießen? Ja, ja, mach ruhig. Na, ich habe auch drauf geschossen. Dann ist die jetzt auch schnell weg, glaube ich. Ja. Ja, weg ist. So. Wortless. Jawohl. Der ist jetzt nicht mehr so gefährlich. Oh, eine Imperial Eagle, die gesucht ist. Ich hab da so. Dusch mal kurz drüber. Ja. Was? Irgendwas ist hier gerade. Hast du schon was angegriffen? Ja, eine Imperial Eagle. Ach so, okay. Das meinte ich mit, da dusche ich mal kurz drüber. Mit dem Laser. Oh. Das ging schnell. Ja. Ja, du hast schon was Neues gefunden? Nein. Du hast doch wen angegriffen? Ja, die Imperial Eagle. Du hast das Federal Gunship. Ich habe hier ein Federal Gunship. Das habe ich noch nicht angegriffen bisher. Doch, das ist doch lila markiert. Hä? Moment, was? Irgendwas greift mich gerade an. Ja, das ist das Gunship. Ach so, ich hatte ein anderes Gunship markiert. Hä? Das habe ich gar nicht angegriffen. Ja, aber es war lila markiert, also hast du es angegriffen. Zumindest. Das war aus Versehen. Dann hau jetzt mal mit drauf. Mach ich. Keine Schilde mehr. Und sonst gehe ich vielleicht ganz blöd da. Ja, ich auch. Warning. Oh, Hitze bei 100%. Leco Mio. Es hat noch 45 Grad, 40. Das schaffen wir voll. Ich habe ja irgendwann mal am Anfang, als ich die Viper gekauft habe, habe ich hier diese abwerfbaren Kühlkörper eingebaut. Ja. Und mir so dachte, wenn du das nächste Mal wieder dumm um so einen Stern herumtrottelst, ist das bestimmt hilfreich. Jetzt kannst du sie gebrauchen. Und jetzt kann ich sie endlich gebrauchen! Weil das Schiff im Kampf manchmal überhitzt, das ist irgendwie super. Okay. Tatsächlich mal nützlich. So, bei wie viel Credits bin ich denn gerade? 160.000. Fast 170.000. Das ist mir jetzt noch nicht ganz genug. Ja, und bisher habe ich noch 100% und meine Schilde sind voll, also. Ach verdammt, schade. Ich hätte gehofft, dass ich einen Sandwiner gefunden habe, der gefährlich ist. Ah, Moment, da hinten ist noch was. Ah, eine Imperial Eagle gesucht. Also mal da unten. Ja, okay. Ist aber ein bisschen weiter weg. Müssen wir uns beeilen. Ja, weil da noch ein Gunship war gerade mit 84% Hülle, aber es hat er wieder volle Schilde.
Ich habe mal kurz drauf geschossen. Hast du auch? Ja, ich jetzt auch. Gut. So, und weg. Zurück. Oh, irgendwer greift mich an. Achso, ja, das war nur die Igel. Der T9 da wird wahrscheinlich eher kein Gegner sein. Was? Ah, das ganze Schiff hat ihn angegriffen. Okay. Ja, ja. Ja. Das, okay. Greif ihn nicht an. Nicht noch mehr Kopfgeld. Mein Kopfgeld geht noch eine Minute, ja. Moment, irgendwas schießt hier. Was schießt hier? Halt, da ist was. Ja, das ist noch ein Gunship, was da schießt. Aha. Das ist aber nicht das gleiche, was auf dem Transporter gerade geschossen hat. Das schießt auch auf den T9 da unten. Aber, da wären noch eins mit 88%, aber die haben halt beide volle Schilde. Ist nicht ganz so geil. Ja gut, aber dann würde ich sagen, zuerst das mit 88%. Hä? Moment. Ja, zuerst das mit 88% würde ich sagen, oder? Ja. Moment, ich muss mal kurz ein bisschen Abstand gewinnen. Bei den Federal Gunships habe ich eher so meine Bedenken meistens, weil die halt sehr viel aushalten. Wo war jetzt das, was ich markiert habe? Hier. Also, das, ich habe gerade eins markiert. Es hat Täuschkörper. Ja, genau das greift mir jetzt an. Wenn es keine Täuschkörper mehr draußen hat. Ja, da hat gerade noch jemand mit drauf geschossen. Ja, jetzt haben sie gerade den Transporter zerstört. Umso besser, vielleicht gibt's mehr Kopfgeld. Vielleicht? Ja, ah, ah. Keine Schilde mehr. Planet. Asteroid. Stein. Gesteinsbrocken. Stein. Gut. Hast du drauf geschossen? Nein. Ja, noch mehr Gestein. Was ist da los, Uwab? Nicht Gestein rammen. Ja. Vielleicht soll ich mich jetzt nicht ganz dicht an das Ding dran stellen. So. Da brauchen wir jemand anders drauf. Der Infizier hat den Stein gerammt. Jetzt habe ich drauf geschossen. Ja, jetzt fliege ich mal kurz ein bisschen weg davon. Und du darfst gerne weiter drauf schießen. Ich möchte mir mein Schild behalten. Das ist eine Maßnahme. Es ist gleich weg. Ja, das ist auch gut so. Meine Schilder halten nämlich auch nicht mehr ganz so viel aus. Es hat noch 8%. Es war nicht gerade die Hälfte meiner Schilde. Ja, es. Die Dinger haben richtig Wumms. Und weg. Sehr gut. Peng. So. Wie lange geht die Folge eigentlich? Schon zu lang. Gut. Dann? Dann machen wir jetzt schon Schluss und gleich weiter, oder? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.